Mahlzeit und willkommen zurück zu Supraland. Wir stehen immer noch vor unserer Pixel-Block-Wand. Aber ich habe offscreen schon was rausgefunden. Oh. Schon was rausgefunden, weil die Wand ist total unnötig, weil der Level-Designer anscheinend gepennt hat. Man kann hier einfach außen rumlaufen. Total Banane. Aber nicht noch mehr Zeit verdödeln. Ich habe schon genug Kacke gebaut. Oh. Ah, da kommen direkt wieder ein paar. Tschüss. Ich glaube, ich muss den Truhenfinder mal ausmachen. Hoppala, das ist ein Freund, ihr aber nicht. Ihr nicht, nein. Also, sobald Gegner kommen, kriege ich sie aufs Maul. Das war sogar arschknapp. So. Wo war denn jetzt? Ah, guck mal an. Ich habe da eine Idee. Ja, reicht. Okay, Jump Pad ist frei. Ja. Nur Layla ist geiler. Na komm. Das ist doch top. Wissen wir mal. Was war das jetzt? Ach, damit schieße ich Farbe raus. Rote Farbe. Wofür brauche ich rote Farbe? Keine Ahnung. Vielleicht erstmal das Rätsel angucken. Oder ihn hier fragen. Du hast alles, was du brauchst, um dieses Rätsel zu lösen. Probier's. Das ist nochmal so ein Checkpoint, weil ich halt auch Gegenstände vergessen kann, ne? Muss wahrscheinlich erstmal von oben. Ne. Weiße Blümchen. Ich muss also irgendwas weiß färben. Damit kann ich färben. Kann ich da auch irgendwas noch? Dort Rohr komme ich nicht dran. Ja. Aber warum? Ich kann hier die Tür aufmachen. Ach, da ist wieder so eine Kilo-Anzeige und ein Force Cube wiegt 444. Habe ich noch irgendwas, was ich da drauflegen könnte? Der noch so. Oh, ein bisschen was, ne? Ja, aber ich habe sonst nichts mehr, was ich da drauf schmeißen kann. Büsche kann ich nicht ausreißen. Oh, 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 da habe ich noch was. Was sagt der mir jetzt da? Dass ich da zum Beispiel niemals hochkomme. Aber never ever. Okay. Wenn ich selber draufstehe, geht die Tür auf.
Aber das bringt mir halt überhaupt nicht. Gilt das? Ne, den kann ich ja gar nicht tragen, ne? Wenn ich jetzt sag. Das ist jetzt ein roter Würfel. Das ist ja kein Force Cube an sich, ne? Kann ich jetzt einen neuen machen? Ne, das bleibt der eine Force Cube, okay. Ja, ich verstehe noch nicht ganz. Ja, ich kann doch hier hoch, oder? Ja, easy. Und was bringt mir das jetzt? Weiß. Okay, das macht jetzt Sinn, ne? Also, ich brauche hier etwas Weißes, damit ich irgendwas weiß färben kann, um da durchzuballern, um das Jump Pad da hinten zu aktivieren. Easy. Wie kriege ich jetzt hier... Oh, ich reiche hier gar nicht, ne? Kann ich... Ne, das bringt ja auch nichts, ne? Ne, wie soll das... Doch, das... Doch, 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 das geht vielleicht. Müsste ich den auf die Höhe ballern, ne? Dann etwa dahin und dahin. Jetzt habe ich Google drauf. Wow, genial. Schon bin ich drin, kann die Tür aufmachen. Glück mir ein weißes Blümchen. Zack. Jetzt kann ich mir noch mal so eine Kugel machen. Hoppala. Könntest du bitte? Danke, danke. Baller ich noch mal da hinten rein. Wo ist... Willst mich jetzt verkackeiern, dass sie runtergefallen ist? So. Jetzt habe ich eine weiße Kugel. Nicht so richtig werfen kann, aber... Okay, reicht nicht. Kriege ich denn dann jetzt? Ich komme ja nicht. Nein, Kugel, komm wieder her. Wie geht das? Wie kann der Force Cube so buggy sein? Nein. Jetzt ist das Ding wieder rot. Ich hab sonst nichts zum Werfen, oder? Könnte jetzt. Ich habe noch eine Idee. Nee, das glaube ich, kriege ich nicht hin. Ne? Willst du verarschen? Fällt er daneben? Habe ich die Möglichkeit, mich selber...
Ja, aber ich kann... Ich bräuchte die Dinger, um mich hoch zu teleportieren, ne? Beziehungsweise es funktioniert auch schon nicht. Ich habe das Rätsel kaputt gemacht, weil ich die Bretter gebraucht hätte. Macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt die Kugel von oben... Der Force Cube, wenn ich den neu... Der Force Cube ist auch nicht magnetisch oder so, ne? Möchte er nicht, okay. Komm ich denn noch da hoch? Kann den hochziehen oder sowas? Also, ein weißer Cube. Jetzt leichter. Da komme ich nicht mehr hoch, wa? Top. Ich glaube nicht, dass das so richtig ist. Warum ist das Ding da? Das reicht aber, ne? Ja, es ist an. Ich glaube nicht, dass das so gewollt war, aber... dass ich hier hin sollte. Wenn ich jetzt hier verkacke. Nee, hier sollte ich nicht hin. Da sind Nägel drin, ne? Ich kann mich bestimmt magnetisieren oder sowas. Zur Sicherheit hole ich noch die Portgun. Oder so. So in etwa habe ich mir das vorgestellt. Nee, jetzt komm, ey. Roll einfach da durch. So, und schon sind wir im neuen Gebiet. Wo jetzt wieder dicke Horden an Gegnern kommen. So, war das? Easy. Und haben wir hier einen gelben Plotz. Okay, überall Muscheln. Da ist noch so ein Dampf. Geysir oder was das sein soll. Hui! Da hinten irgendein Block. Na, komm. Also ich brauche irgendwo eine gelbe Kugel her. Das sieht doch schon gut aus. Alter!
Okay. Das hat nicht geklappt. Okay, war zu viel. Machen wir einfach nochmal. Jetzt willst du mich aber verkackeiern. Da noch eine Idee. Nein. Okay, ich muss eher. Eine Kugel am Hang. Okay, das ist, glaube ich, genug Vorsprung, den ich haben kann. Ich muss nur jetzt hier hin, ne? Alles klar. Eine gelbe Kugel. Das war doch schon mal easy. Was ist das? Warum ist denn das jetzt so dunkel da unten? Darf ich hier nicht rein? Ach, ich komme hier unten wieder raus. Alles klar. Was bringt das denn, Force Cube da oben hin zu ballern? Da ist eine unsichtbare Wand drin. Ja, leck mich doch in den Tisch. Warum sollte ich den Force Cube hier durchschicken? Was bringt mir das an Vorteilen? Ja, nur wenn er oben den Schalter drücken könnte. Kann er aber nicht. Denke ich mal. Ich kann mich aber dann da hochziehen. Wenn ich ihn sehe. Oder auch nicht. Hier kann ich auch nirgendwo gegenballern, ne? Wird denn das so dermaßen dunkel hier unten? Kann mich nicht dran hochziehen, weil der mir entgegenkommt. Was macht dieses gelbe Rohr da? Keine Ahnung. Muss ich wahrscheinlich weiter. Wie komme ich denn dann hoch? Ach, ihr sollt mir doch jetzt nicht auf den Zipfel gehen hier. So, fertig. Was kann ich mit dem Force Cube anstellen? Ich nicht weiß, was da oben abgeht.
kann keine Linie ziehen, weil ich hier unten nichts zum Befestigen habe, oder? Ja, doch. Linie wird niemals klappen, ne? Wir noch mal ein Force Cube. Die können wir nicht verbinden, ne? Die keine direkte Linie haben, da ist diese scheiß Kante. Liegt der denn so schräg? Warum kann ich von der Seite auch reingucken? Mehr oder weniger. Ist kein Knopf an der Wand. Wirklich nur der Force Cube durch. Den kann ich nicht verbinden. Ja, Mensch. Ach, hoi. Brauchst du Holz, um es mit dem Cube zu verbinden? Es ist da. Beweg es. Richtige Stelle. Dein Ernst? Ich hatte drüber nachgedacht, aber ich habe es dann doch nicht gemacht. Weil jetzt habe ich quasi Holz auf der richtigen Ebene, ne? Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich meine, dass das Spiel mir Tipps gibt. So, und so. Boah, instant. Ich weiß noch nicht, wo es hinrollt. Okay. What the fuck? Ja, dann lauf halt weg. Ich renne dir doch jetzt nicht hinterher. Doch erstmal hier umsehen. Aber ich glaube, ich kann nichts machen, weil er das als Zwischensequenz wertet. Ja, gut. Ich komme dir hinterher. Ich bin nicht so schnell, also lass dir ruhig Zeit. Ich kann im Hintergrund auf jeden Fall noch den Kistensucher an- und ausschalten. Okay, du hast mich. Du hast es geschafft, hierher zu kommen. Es ist er, mein Vater hat all diese Rätsel gebaut, damit mich niemand finden kann. War auch happig, also so ist es nicht. Ich will mit diesem farbbesessenen Schwachköpfen nichts zu tun haben. Mr. Miracle nennen sie mich. Aber du bist ja Lila. Und ich weiß. Was behaupten die nochmal, was ich getan habe und wie ich aussehe? Oh, du bist gar nicht hinter mir her. Ihr habt kein Wasser. Ich weiß warum. Okay. Kommen wir endlich näher. Alter, du suchst nach dem furzenden Fleischklops dort drüben. Er sitzt in der Mitte des Flusses. Er macht ganz schön Lärm. Komm, ich zeig ihn dir. Ja, jetzt rennst du wieder. Der da?
Der ekelhafte Klops ist dort drüben in der Mitte des Flusses. Nimm dich ihm ruhig an. Mehr willst du mir nicht sagen? Sieht so bescheuert aus. Warum hat der Haare rundrum und am Hinterkopf wieder nix? Banane. Was haben wir hier? Einmal Rückreise oder was? Ah, hier komme ich raus. Alles klar. Ich hoffe, ich komme jetzt wieder zurück hier. Okay, hier komme ich nicht drüber. Ja, vielleicht doch. Nee. Alter! Das kam unerwartet. Alter Schwede, das hat mich jetzt minimal überrascht. Aber hochoffiziell habe ich sie jetzt. Ja, das reicht ihm sogar. Tür ist auf. Alter, geht das jetzt hier so wellenmäßig? Oh. Okay. Der schießt zurück. Was soll das denn sein, Alter? Greift der mich gar nicht an? Okay, okay, überzeugt. Hier kann ich irgendwas verbinden? Kann ich? Alter! Lässt der hier nur knattern oder was? Ach, okay. Ich dachte schon, ich wäre jetzt noch in einem anderen Level mit Rätseln. Okay, ne, das ist hochoffiziell einfach nur Holz. Oh fuck, watch jetzt. Da hinten ist Karton. Oh, chill, ich mach nix. Alter, ich mach nix. Du stinkst nur wie die Pest. Nice, ja. Den Schwamm. Was mache ich mit einem Schwamm? Habe ich einen nassen Schwamm hier drin. Ach moin! Es fehlen die Objekte, die du zu brauchen scheinst. Improvisieren, anpassen, überwinden. Ja. Gelber Schwamm ist doch fast so gut wie eine gelbe Kugel, oder? Will aber nicht. Kann Sachen färben. Grün. Was? Den Schwamm werde ich wohl nicht hier drin brauchen. Ach, ich renne voll in die Lava rein, ich Depp. Okay. Jetzt habe ich da Strom. Der Schwamm ist weg. Irgendwie so auffällig aus. Ich weiß noch nicht, wofür es gedacht ist. Na? Bleibst du da drin? Da ist noch ein Jump Pad. So, was mache ich jetzt mit dem Strom? Ah,
Kann ich damit nicht verbinden? Okay, warte mal. Was? Ach, hab ich jetzt eine Kugel geschossen? Ne. Junge, dass du hier die ganze Zeit rumfurzt, das irritiert wie Hölle. Aber warum ist denn jetzt... Geht der nach einer Zeit weg? Ne, das macht ein Force Cube immer noch nicht, ne? Was kann ich denn jetzt hier machen? Ich kann prophylaktisch das mit dem verbinden. Und dann gucken, was er macht, ne? Wenn ich einfach manuell mit mir verbinde. Da hinten leuchtet auf jeden Fall das Rohr auf. Kann ich jetzt einfach den Force Cube mal weiß färben? Ich weiß zwar nicht, was für einen Sinn es hat. Alter. Aber dann weiß ich zumindest, dass es funktioniert, ne? Funktioniert nämlich nicht. Warum nicht? Okay. Damit geht's. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, was ich damit anstellen soll. Ich hab einen Schwamm. Weil effektiv so interessiert das den nicht. Feuer auch nicht, ne? Einzige, wenn er sich umdrehen würde. Der Furz. Wie kann ich den Furz anzünden? Okay, ich brauche frische Ideen. Aber das Rätsel mit der Furzwolke löse ich erst beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.